Hi und herzlich willkommen zu meinem. Ach, ich habe keine Ahnung mehr. Es tut mir leid. Ich glaube, schon beim letzten Video wusste ich noch nicht mehr, welchen Wochentag wir hatten. Also, willkommen zu meinem Video. Ja, egal welchen Wochentag jetzt bei diesem Video ist, ich habe euch was Großes zu erzählen. Ich habe euch Big News. Die einen oder anderen wird es jetzt nicht überraschen, was ich erzähle. Die anderen wird es dafür umso mehr überraschen und wieder andere werden sich denken, ach, wen interessiert's? Tja, so ist das Leben eben. Ja, also. Mein Plan, mit dem ich gehe wieder öfters raus, trotz Maskenangst, der läuft total schief. Bei mir läuft es nicht. Also seitdem ich den Plan gefasst habe und einmal draußen war, ging gar nichts mehr. Also ich bin nicht mehr draußen gewesen. Ich war jetzt heute das erste Mal überhaupt vor der Haustür mal wieder, weil ich ein paar Einkäufe reingeholt habe. Ein bisschen Brot, ein bisschen Wein, ein paar Binden. Ich habe noch ein paar Nudeln. Und ein paar Waschlappen für Mom. Ja, Abwaschlappen fürs Geschirr. Spültücher. Ja, aber das war dann noch alles. Und man kann sich Dinge so gut man will und so oft man will vornehmen, aber manchmal ist dieses Ding zwischen ich möchte, ich will und ich tue doch recht groß. Da gibt es einen Riesenunterschied, merke ich zurzeit. Es ist einfach schwer, sich zu überlegen, ja, eigentlich ist das gerade, glaube ich, der größte Fehler, dieses ständige Überlegen. Und ich hab immer noch diese Hemmschwelle bei mir, die ich merke. Ich habe einfach solche Angst davor, dass wenn ich nach draußen gehe, dass es dann schief geht, dass ich einfach nicht weiter weiß. Und dann denke ich mir, was, wenn ich dann da draußen bin und dann und dann und dann und dann und dann. Lass bitte das Licht noch an. Ich muss nämlich noch ein bisschen Abwasch machen. Nee, wahrscheinlich macht das Licht aus. Nein, Nee, den kann ich auch morgen ich bin machen. jetzt schon weg. Beispiel mir, wenn ich's bin, dann muss ich aber gut. Ja, und das ist einfach so diese Schwierigkeit, dieses immer überlegen und grübeln und dann doch nochmal nachgrübeln und vielleicht ja doch nicht und vielleicht doch und was wenn und in letzter Zeit wünschte ich mir einfach oft, ich würde nicht so viel denken, sondern einfach öfters tun. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass das so mein ewiges Problem ist, dass ich zu kopflastig bin. Und ja. Ich wollte auf jeden Fall, ich habe gesagt, ich werde euch ein Update geben, wie es läuft. Und dieses Update habe ich euch hiermit gegeben. Wir müssen ja auch nicht länger drum rumschwatzen als notwendig. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr da irgendwelche Pläne habt und wie es bei euch gerade im Moment bei solchen Sachen läuft. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch trotzdem eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.